Die Planei Hochwurzenbahnen GmbH ist der größte Bergbahnen- und Freizeitkonzern der Steiermark und das fünftgrößte Branchenunternehmen Österreichs. Hier arbeiten bis zu 430 Menschen, davon ganzjährig 280. Hier tut sich viel. Wir befinden uns hier im WM-Studio und dürfen heute mit dem Hausherrn, Herrn Direktor Georg Blim, einen kurzen Status quo herstellen. Hier tut sich viel. Was jetzt als nächstes spannend und interessant sein wird, ist die neue Gondel. Ja, es ist sehr viel in Bewegung im Hause. Planei Hochwurzenbahnen, die große Investition ist eben der Neubau der Planei Seilbahn. Eine tolle Bahn, die auf uns zukommt. 10er Kabinenbahn, tolle Panoramagondeln, ca. 3.800 Personen pro Stunde. Absolut Neubau der Mittelstation und Bergstation inklusive Attraktierung der Talstation. Also schon ein großes Projekt. Immerhin zählt dann die Planeibahn neu, auch zu den zwei größten Seilbahnen Österreichs. Und auf das können wir uns freuen, wohl wissend, dass wir heuer eine sehr spannende, rasante Bauzeit vor uns haben. Bauzeit, wie wird es in der Bauchronologie ablaufen? Naja, wir haben am 7. April den letzten Tag mit der Musikantenski-WM hier in Schladming. Dann geht's los. Im Zwei-Schicht-Betrieb arbeiten 50 Leute beinahe wirklich Tag und Nacht, um in circa zwei Wochen den Abriss der Stationen und auch der Technik voranzubringen, weil es dann spätestens ja nach Ostern gleich wieder mit dem Wiederaufbau beginnen kann. Allerdings, das möchte ich schon dazu sagen, Skibetrieb ist natürlich gewährleistet bis 22. April. Wir transportieren dann die Gäste über Planei West hinauf ins Planei-Skigebiet und auch Skischaukel, Hauser Keibling und Co. sind natürlich da weiter im Betrieb. Jetzt ist der Bergbahnenbetrieb natürlich ein großer Schwerpunkt, was man aber bemerkt, vor allem in den letzten Jahren, gefühlt erfindet sich die Planei immer wieder neu. Es ist das Konzerterlebnis dazugekommen, es sind Inszenierungen dazugekommen. Wenn man jetzt nochmal am Konzertbereich bleiben darf, da gibt es im Jahr 2019 ganz, ganz tolle Highlights. Ja, wie du schon sagst, die Planei hat sich wirklich in vielen Bereichen, ich will jetzt sagen rund erneuert, aber stetig weiterentwickelt. Eigentlich von einem Bergbahnunternehmen zu einem Bergbahn- und Freizeitunternehmen. Und Stichwort Inszenierung vom Hopsi-Kinderland beginnen bis jetzt neue Bankerlweg Hochwurzen, ist sehr, sehr viel da passiert. Ja, natürlich sind auch die Veranstaltungen ein wichtiger Teil im Gesamtkonzept. Wir haben den Glücksfall, dass wir mit dem WM-Park Planei, mit dem Stadion hier wirklich eine tolle Kulisse für großartige Konzerte bieten können, so wie heuer beginnend jetzt Andrea Berg im März, es ist zweimal Cavalier-Konzert da, es ist der Herr Grönemeyer zu Gast in Schladming und natürlich wird auch schon nachgedacht, wie soll das Ski-Opening aussehen 2019 im Dezember und natürlich wird es auch entsprechend musikalische Feierlichkeiten rund um die Eröffnung dann der neuen Planeiseilbahn geben. Warum muss man das tun? Warum ist es wichtig, dass das Unternehmen über die Bergbahn hinaus sich neu erfindet? Ich glaube, es ist einfach wichtig. Zum einen lieben die Gäste Neuigkeiten, die Gäste lieben Innovationen. Sie lieben eine gewisse Dynamik in einer Freizeitregion und dafür steht auch die Planei. Wir sehen uns hier oftmals auch in der Verantwortung aufgrund der Größe, aufgrund der vielen Einrichtungen, auch für eine gesamte Region. Und da spielen natürlich die Veranstaltungen eine große Rolle. Ich glaube, da haben wir zurzeit eine sehr, sehr gute Welle mit großartigen Konzerten, die oftmals komplett ausgebucht sind. Das ist aktuell. Ich weiß es nicht, ob es in zwei, drei Jahren das auch noch gefragt ist. Aber ich glaube, da haben wir uns eine gute Reputation aufgebaut. Und es macht dann schon Freude, wenn Künstler, oftmals europaweit bekannte Künstler von sich aus sagen, da wollen wir gerne mal auftreten. Und es sind mehr als 2 Millionen Gäste jährlich, die die Einrichtungen der Planei Hochwurzenbahnen nutzen. Jetzt hast du die regionale Verantwortung angesprochen und da steht auf eurer Homepage sehr schön, wir leben regionale Verantwortung als verlässlicher Partner auf Augenhöhe. Ganz interessant ist, ihr habt 28% Frauenanteil. Warum ist das so wichtig? Ja, für mich ist es ganz besonders wichtig, vor allem der Blick auf die regionale Verantwortung. Wir haben fast 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eigentlich aus dem ganzen Ennstal, dahinter stecken engagierte Familien, haben eine hohe Verantwortung. Wir sind oftmals auch bemüht bei diesen ganzen Investitionen und allein heuer haben wir im Jahr 2019 28 Projekte, also nicht nur die neue Seilbahn, das ist Ausbau, Bikepark und viele weitere Maßnahmen vom Dachstein bis zur Galsterberg. Das ist
glaube ich, auch wichtig, dass hier auch die heimische Wirtschaft stark zum Tragen kommt. Da sind wir, glaube ich, auch ein wichtiger Impulsgeber. Ja, und dann natürlich sind wir auch stolz, wie du angesprochen hast, auf den hohen Frauenanteil. 28% ist einzigartig in Österreich. Vergleichbare Seilbahnunternehmungen haben oftmals 2-3%. Aber ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor des Gesamtunternehmens, dass wir einfach da ein gutes Gemisch haben. Tüchtige Damen, engagierte Herren. Und ich sage oftmals, gemeinsam, und das spürt man auch auf den Parkplätzen, bei den Liftstationen, bei den Einrichtungen vom Kartrace bis zur Hängebrücke, da spürt man, glaube ich, schon, dass hier ein gemeinsamer Teamgeist da ist, und da spielen auch die Frauen eine wichtige Rolle dabei. Ihr bildet auch sehr viele Lehrlinge aus. Ja, wir sind mittlerweile einer der größten Lehrlingsausbilderunternehmen in Österreich. Aktuell haben wir 10 Lehrlinge. Wir haben Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Ausbildungsstätte in Hallein. Auf der anderen Seite sind hier vor allem unsere Betriebsleiter sensationell engagiert, was auch die Ausbildung der Seilbahntechniker vor Ort passiert. Wir arbeiten da auch zusammen mit Maschinenfabrik in Lietzen, dass wir wirklich einen hohen Ausbildungsgrad bieten. Ja, die Leute kommen natürlich dem Unternehmen zugute. Es macht immer manchmal auch Spaß, wenn sich wieder mal einer meldet, der Lehrling, der vielleicht jetzt bei Doppelmeier oder Leitner arbeitet, gerade auf Montage ist in Schweden. Letztes Mal hat sich einer aus Hongkong gemeldet. Also ich glaube, da haben wir auch eine wichtige Funktion. Und ich sage immer, wenn die auch einmal weltweit unterwegs sind, irgendwann einmal kommen sie vielleicht dann doch zurück zur Planei. Jetzt ist die Planei ein starkes Unternehmen. Gemeinsam ist man aber meistens stärker. Wie wichtig ist auch innerhalb der Region die Vier Berge Skischaukel? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, auch bekannter. Die Vier Berge Skischaukel ist in der Gesamtheit ein starkes Produkt. Und es fragt ja auch keiner, wenn der von Reitdäume auf die Wurzeln fragt, wie die Gesellschaft heißt, geschweige wie der Geschäftsführer heißt, das Gesamtprodukt muss passen. Und ich habe heute in der Früh schon wieder Gespräche gehabt mit der Reiteralm, ähnliches mit Hausack Heibling. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, allerdings auch in der Verpflichtung, das massiv weiterzuentwickeln. Der Mitbewerb schläft nicht. Und ich glaube, da gibt es laufend gute Gespräche, was nicht nur das Marketing betrifft, vor allem Investitionen. Wie können wir den Komfort verbessern, die Serviceleistung verbessern? Und das ist, glaube ich, wichtig, weil das ist das, was wir in die Auslage stellen. Sofern man das sagen oder in Worte fassen kann, es ist heuer momentan so modern, in Superlativen zu sprechen. Alles ist schneller, höher, weiter. Wo wird sich die Planei Hochwurzenbahnen GmbH, wo soll sie sich hinentwickeln? Möchtest du, dass sie sich hinentwickeln? Das Wort Superlative will ich überhaupt nicht haben. Wir sind nicht die Schönsten, die Besten, sondern wir sind ein Teil der Gesamtregion. Und da ist manchmal auch ein bisschen Demut angesagt. Wir sehen uns natürlich schon in der Verantwortung, aber mir ist auch wichtig, eine enge Partnerschaft mit den Partnern, ob das die Skischulen sind, die Skiverleihstellen, die Hotellerie, Grundbesitz und alle, was hier zusammengehören. Wir haben das auch groß immer wieder auch kommuniziert, diese Gespräche auf Augenhöhe zu führen, wohl wissend, dass er eigentlich das Gesamtprodukt der Erfolgsfaktor ist von der Region. Planei ist da ein wichtiger Partner, aber wir sind nicht alleine auf der Welt. Und das, glaube ich, ist mal wichtig. Wichtig ist mal einfach, dass man diese Top-Position der Region hält. Ich glaube, wir zählen aktuell zu den 5 stärksten alpinen Destinationen in Österreich. Das zu halten ist Herausforderung, das zu festigen ist auch Herausforderung. Was ich da mitgeben darf an alle handelnden Personen, stehen bleiben dürfen wir nicht. Aber das kann auch eine Weiterentwicklung auch oftmals auch ohne Superlative passieren. Schön so. Lieber Georg, abschließend erlaubst du mir 3 ganz kurze Sätze, die du bitte vervollständigst. Meine Mitarbeiter sind für mich... Ja, das Wichtigste und die Seele des Gesamtunternehmens Planei Hochwurzenbahnen. Und das Zweite jetzt nicht finanziell zu sehen, der größte Lohn für meine Arbeit bedeutet für mich... Ganz klar, sehr zufriedene Gäste. Rufzeichen. Meine Heimat ist für mich? Ja, ist das Enstal. Ich liebe die Heimat. Ich bin auch gerne zurückgekommen. Bin mittlerweile ja schon bald 8 Jahre mit der Planei Hochwurzenbahnen. Es ist schon ein Glücksfall, vor Ort arbeiten zu dürfen und auch diese Freizeiteinrichtungen nutzen zu dürfen. Lieber Georg, lieber Herr Direktor Blim, ich sage herzlichen Dank für das kurze Gespräch. Abschließend, dieses 5. größte Branchenunternehmen hat seit 1995 mehr als 200 Millionen Euro in der Region investiert. Sie betreut, wie gesagt, mehr als 2 Millionen Gäste jährlich in unserer Region. Sie macht Arbeits- und Lebensraum für unsere Menschen. Und ich glaube, so darf uns nicht bange sein. Herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Wir freuen uns auf alles, was da kommen mag. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch für euer Kommen ins BM-Studio hier, Planei auf Wurzenbahnen. Danke. Danke sehr.